Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich habe eben zwei Parts von Black Ops 2 aufgenommen, damit sich die Zahl hier ausgleicht, nehme ich jetzt auch noch ein Part von Donkey Kong auf. Und bevor wir in das nächste Level gehen, was mir sehr nach Höhle aussieht, oder warte mal, nee, das hier ist das nächste Level und das hier sind... Ah, das sind zwei Secret Access Level. Na gut, dann machen wir die zuerst. Aber vorher gehen wir zu Funky. Und ich hatte eben die Idee, das Ganze einfach am Gamepad zu spielen. Aber dann müsste ich das Gamepad extern aufzeichnen. Und das habe ich mir gedacht, nee, ist mir zu aufwendig. Und von daher, okay. Wir holen uns noch ein paar Squawks. So 5 auf Vorrat. Und von dem Rest kaufen wir uns hier mal ein paar Bälle. Holen wir uns mal 20. Jo. Wen kriegen wir denn neu? Helmgreen hatten wir schon. Hatten wir schon. Boah, kommen ja auch mal neue. Hatten wir schon. Mann, hier kommen keine neuen mehr. Mann, das ist doch unfair. Doch. Boah, eine Lore-Figur. Die ist neu. Geil. Hatten wir schon. Ist doch kacke. Hatten wir schon. Hier kommt einfach nichts mehr Neues. Geldverschwendung, aber gut, dann sind wir jetzt ein bisschen leichter vom Geld her. Und dann gehen wir einfach nochmal in der dritten Welt zu Funky. Und dafür haben wir jetzt ein paar Squawks holen. Wir gehen nun in das Level Emmentaler Stollen. Das klingt mir doch sehr nach einem Käse-Level. Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen. Aber ich bin gespannt auf dieses Level. Ihr bestimmt auch. Und dann wollen wir mal schauen. Ich habe übrigens mal in der Zeit ein paar Parts von mir angeguckt, selbstständig, um mir ein bisschen die Musik anzuhören, die ich übrigens richtig geil finde. Also das haben sie richtig geil gemacht, haben das richtig gut abgestimmt. Ich glaube, teilweise war auch ein Live-Orchester am Werk. Ich weiß nicht, bei welchen Tracks, aber bei irgendwelchen habe ich mal gehört. Ob das so stimmt, weiß ich gar nicht. Aber kann sein. Und hier könnte irgendwo was sein. Nein. So, ich sammle hier nochmal jede Banane ein. Das kann ja immer gut möglich sein, aber hier ist wohl nichts. Brauchen wir denn das Fass für irgendwas? Nein. Okay, also bis jetzt sieht das Level nach einem geilen Höhenlevel aus, wo ein paar Ratterich-Leute rumlaufen. Und das finde ich auch, das finde ich ein richtig geiles Detail. Das Wasser kommt hier von den Decken runter und gleicht sozusagen die Wippe jedes Mal aus. Das finde ich richtig geil gemacht. Auch, dass die Lianen hier sich so ein bisschen bewegen, auch geil gemacht. Und hier gibt es 7 Puzzleteile, okay. Dann bin ich mal gespannt, weil bis jetzt sieht das mir hier alles so... Ja, normal aus. Ach, hier ist auch schon der erste Käse. Auch sehr geil gemacht. Oh, kacke, jetzt komme ich ans Kahn nicht mehr ran, oder? Und ich habe nur noch ein Leben. Boah, wenn ich das jetzt verkacke, ey. So. Unten ist auf jeden Fall ein Secret. So, ist hier oben noch irgendwas? Nein. Okay. Dann gehen wir hier mal rein ins Fass und sind in einem... Bonus-Level. So, und hier war eben ein kleiner Cut, weil meine Musikanlage auf einmal angegangen ist und so komisches Brummen gemacht hat. Aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, dieses geile Spiel zu genießen, weil ich genieße es auf jeden Fall. Oh, das wird knapp. Ich habe hier zu viel getrödelt. Aber ist das jetzt das erste Bonus-Level, was wir nicht schaffen? Ja, wir schaffen es. Nein, ich bin sogar noch gefehlt. Oh Gott, wir haben es nicht geschafft. Gott, war das schlecht. Oh Mann, es tut mir wirklich leid, aber dafür töte ich mich jetzt. Weil das will ich hier nochmal schaffen. Sorry, aber das war echt schlecht. Da wir hier auch keine Dixie kriegen, ist das natürlich nochmal viel, viel schwieriger. Aber das sollte recht schnell gehen, weil das ja relativ am Anfang ist.
Wir haben schon wieder ein Herz verloren. Wir leiten hier mal sanft runter. Nehmen uns hier das Fass. Rollen hier mal ein bisschen. Kriegen sogar noch was dafür. So. 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 Na. So. So. Jetzt aber. Komm. Los, los, los. Jetzt habe ich sogar wieder Respekt vor dem Bonus-Level. In Returns hatte ich das schon immer hier. Ja, gut. Ja. So, als erstes hier die großen Brötchen holen. Dann hier diese kleinen, diesen kleinen Flüffert. Und jetzt warten. Oh, jetzt haben wir hier schon mal die drei. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut. Ja, ja. Jetzt ist das schon ganz einfacher. Genau bei 10 haben wir es geschafft. Da ist doch schon das Puzzleteil. Alle sind glücklich. Und wir können weiter neben Level machen. Wir haben schon wieder 99 Leben. Oh, hier brauchen wir ein Fass. Kacke. Das ist, braucht man von eben das, oder? Och, nö. Och, Mann. Wer hätte das denn... Oh, geil, 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 geil. Nein. Los, komm mal mit. Man muss aber auch ein Puzzleteil sein. Yo. Auch geil, dass die einzelnen Bananen sozusagen in den Käselöchern dann mal verschwinden und dann mal wieder auftauchen. Oh Gott, das kenne ich. Immer da auch probieren, wo es sozusagen nicht möglich ist, außer vielleicht hier. Hier sammle ich mal alle Bananas, denn das ist gut möglich, dass wir hier dafür ein Puzzleteil bekommen. So. So. Scheiße, scheiße. Oh Mann, jetzt kriegen wir diese letzte Reihe da nicht. Gott. Sack. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Richtig. So, jetzt ist auch schon hier der Checkpoint. Ich mag ja Checkpoints, weil dann kannst du immer so sagen, gut, alle Puzzleteile und KNG sind schon mal so zwischengespeichert. Und wir kriegen endlich Dixie. Ein bisschen spät. Und die Lianen sind hier wohl ein wenig spröde. Deswegen müssen wir aufpassen, nur dass hier sind die gesunden. Die sind hier wohl schon abgestorben. Und hierfür könnte man auch ganz leicht ein Puzzleteil kriegen. Aber nein. Eine einfache Münze ist es aber wert. Was ist das denn hier? So geht das hier so weit nach oben. Hm. Oh Gott. Oben oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Ich entscheide mich mal für oben. Oh Gott. Weißt du was? Ich gehe einfach mal nach hier. Schade. Ich dachte nämlich, dass da sozusagen Secret Exit Fass wäre, das uns irgendwo hingebracht hätte, aber so war es wohl nicht. Und jetzt gehen wir auch gleich mal den oberen Weg ab. Oh Gott, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich wette, wir verpassen hier gleich irgendwas. So, und zack, und zack. Nein, und zack, und zack. Bam. So, holen wir uns noch das. Oh. Hm. Hm. Hierfür gab es ja nur eine kleine Münze. Sozusagen eine kleine Belohnungsmünze. Und jetzt entscheiden wir uns mal für oben. Ach, seht ihr? Hey, wie kommt man denn da hin? Doch, ich weiß es. Wir müssen, glaube ich, gleich in dieses eine Fass gehen. Also wir müssen nach unten in das eine Fass gehen, kommen dann in das Bonus-Level. Ja, ja, ja. Gut, dass wir jetzt dort doch ein paar Mal gefehlt haben, weil das bringt mich auf Möglichkeiten. Oh, jetzt haben wir Diddy. Na gut, ist vielleicht sogar nicht so schlecht. So. Und zack. Nein, nein, nein. So. Einmal runter. So, oben oder Mitte? Ich gehe mal in die Mitte. Ja. Oh, das sieht doch noch sehr normal Weg aus. Och nö, oder? Das sah so Secret-mäßig aus und die ganze Welt bricht hier zusammen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier oben gibt's... Ja. Geil. So, zack und zack und zack. Oh, hier müssen wir alle Bananen sammeln, das sehe ich schon. Hier nochmal und da nochmal und da nochmal und ja, da nochmal und da. Und zack. Und zack. Und zack. Yay.
Hier gibt es auch nochmal ein Puzzleteil für. Sehr geil. Oh Gott, jetzt muss ich das Puzzleteil nochmal kriegen. Oh, ernsthaft? Ja doch. 6 von 7. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Die ganze Höhle hier bricht zusammen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hoch und hoch. Zwar nicht so schlimm wie in einem K-Level. Ist hier oben was? No. So. Ja. Ja. Oh Gott. Jetzt wird's tricky. Das ist jetzt richtig Timing. Oh, wir haben hier noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Oh Gott, jetzt kommt hier bestimmt gleich Puzzleteil und das gehe. Ja. Und was gibt's hier? Was gibt's hier? Was gibt's hier? Okay, Bananas. Ist nicht ganz so schlimm. Okay, auch nur eine Münze. Münze. Ich komme jetzt und zum Schluss noch das Puzzleteil. Nein, nur 3 Münzen. Okay, wir haben eine Puzzleteil vergessen. Habe ich mir schon gedacht. Bestimmt da, wo das eine Fass noch war. Und wir kriegen nochmal 12 Münzen. Wir holen uns gleich nochmal Squawks und sehen uns gleich wieder beim nächsten Puzzleteil. Wir haben immerhin schon 6 gesammelt. Und damit würde ich sagen, bis gleich. Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Ich muss jetzt entscheiden, wo das Puzzleteil sein kann. Ich entscheide mich mal einfach für den mittleren Weg, weil der doch etwas schwieriger ist. Und entscheide mich für das Fass da oben. Yes! Und da ist das Bonus-Level mit dem letzten Puzzleteil. Geil, ich hab's noch gesehen. Zum Glück. Das ist aber ein einfaches Puzzleteil. Besonders mit Dixie ist das sehr, sehr, sehr machbar. Hier haben wir nämlich schon die ganze rechte Hälfte. Wir machen nochmal eine Rolle. Das ist auch geil mit den Rollen und mit Dixie zusammen. Bist hier wirklich OP, wirklich. Also richtig overpower. Und da haben wir schon, sind nicht in Zeitmangel gewesen und haben alle Puzzleteile bekommen und mein Mikrofon hält meine Stimme mal wieder nicht aus. Ah, auch schön. So, dann beende ich gleich noch das Level und wir sehen uns gleich im Main-Menü wieder. Bis dann. Und da bin ich auch schon wieder zurück und wir spielen natürlich gleich das zweite Secret Exit Level Handkräs mit Ratzfatz. Jo, natürlich bin ich bereit. So, und was erwartet uns denn hier? Traditionell gibt es ja im Höhenlevel immer ein, naja, so eine Art Minecart oder so ein, wie nennt man das denn, dieses Flugteil aus Returns, kennt ihr ja alle. Jetzt bin ich mal gespielt. Ja, nein, doch nicht. Schade, ich dachte, das wäre ein Minecart-Level, aber wohl doch nicht. Sieht mir aber alles sehr, oh Gott. Ich hatte recht mit meinem Raketenlevel. So hieß das, Raketenlevel. Oh Gott. Oh Gott, hier müssen wir doch bestimmt alle Bananas sammeln. Nein, doch nicht. Oh, ich sehe schon, wir müssen hier ganz viele Kombinationen sammeln. Oh Gott, und hier ist das K, hier ist das K. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir haben das Puzzleteil, geil. So, komm, Herz haben wir. Nein, scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Los, Checkpoint, Checkpoint. Oh, geil. Och, nö. Nö. Ja, los, geil. War ein extrem schwieriges Puzzleteil. Wir haben es in einem Versuch. Was machst du denn da? Los. 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 Oh, Gott. Nein, das Puzzleteil verpasst. Scheiße. Wir hätten es fast geschafft, aber da unten ist das Puzzleteil. Jetzt kann ich es mir merken. Wenigstens das ganz Schwierige von ihm. Ist dann schon mal geschafft. So, zack. Und los geht's. So, hier nehme ich das hier. Das war nämlich extrem schwer. Man braucht nämlich nur das Timing. Hier hat man es nämlich schon wieder nicht geschafft. So, hier springen die Konsorten alle. Er hier zum Beispiel mit seinen Bauleuchtern. So. So, jetzt unten bleiben. So, 3 von 5. Geil. Also es läuft doch hier wie geschmiert. Und nein. Oh Gott, ihr wollt mich doch verscheißern. Was kommt denn? Nein. Oh Gott. Und wir haben nur noch ein Herz. Wir haben nur noch ein Herz. Das schaffen wir nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hm. Oh Gott. Scheiße. Ich habe den gar nicht gesehen, den Käsebalken. Oh Mann. Okay, das ist ein schon etwas anspruchsvolleres Level. Aber gut, es gefällt mir. Gut, dass es hier so viele Checkpoints gibt. Ja, sonst, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, das fängt ja rosig an. So, das Level machen wir noch. Dann mache ich ein kleines Päuschen. Denke ich zumindest.
Aber dafür müssen wir erstmal das Level hier schaffen. So, wenigstens hole ich mir noch das Leben, also was wir auf 99 füllen können. Nein! Oh Gott, hier muss ich nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Herz, 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 danke. Oh Gott, was passiert hier? Na, oh Gott! Leute! Das ist nicht euer fucking Ernst. Oh Gott, was passiert denn da? Wir haben KONG, wir haben KONG. Nur wo sind die Puzzleteile? Wo? Oh Mann. Oh Gott, wir haben nicht alle Puzzleteile. Wir haben 3 von 5. 3. Nee, gut, hier an der Seite ist noch was, sehe ich doch. Ein Puzzleteil fehlt uns. Gut, dann gehe ich hier gleich mal... Nein! Der hat es nicht mehr zurückgeschafft! Gott, war das nicht! Oh Gott! Gott! Ich dachte schon, boah, geil, endlich im Ziel, jetzt noch ein Puzzleteil machen und dann endlich Feierabend für heute und dann... Nein, der sackt nur ab. Gut, jetzt aber mit voller Elan im Ziel. Wir haben alles, doch wir brauchen noch das G. Oh Gott! Und wir haben schon wieder hier das Herz verloren. So unnötig einfach. Hier kommen wir runter. Hier müssen wir hoch. Hier wird gleich was geschossen. Runter, Herz, hoch, mal runter, hoch, runter, hoch, warten, 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 runter. Jetzt wird er hier gleich richtig schnell. Geh haben wir. Das vierte Puzzleteil haben wir auch schon. Boah, ist das geil hier im Hintergrund. Los, und jetzt haben wir das Ziel auch gleich geschafft. Auch geil mit dem Käse hier. So. Ach, Kacke. Ich dachte, ich krieg den Kong noch. Obwohl, doch nicht. Ah, KONG haben wir. Das ist ja auch meist nicht allzu schwer. Und Puzzleteile 4 von 5. Immerhin etwas. Wir sehen uns nochmal gleich wieder bei dem Puzzleteil. Und ja. Leute, ihr wollt mich verarschen. Ich bin hier gerade in das Spiel reingekommen. Und der hat hier Alarm geschlagen. Na gut, in den Pilz nicht. Das wäre es ja noch. Ja, wo kann das denn sein? Och nö, Leute! Oh Gott! Ja, das ist sogar was Neues. Sieht mir aber auch sehr einfach aus. Okay, hier warten wir lieber nochmal. Zack, 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 zack! Patsch, patsch. So, und dann haben wir den Kappes hier auch gleich mal. Oh, jetzt ist man den ganzen Plunder hier noch sammeln. Patsch, 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 patsch. So und so. Oh Gott, ja! Skill! Bitch! Ja. Also ich glaube, mache ich das Level jetzt noch mit euch zusammen oder schneide ich das? Ich glaube, ich schneide es. Ich wusste auch gar nicht, dass man hier die Pilze platt treten kann, aber so ist es eben. Gut, wir sehen uns gleich mal noch am Ende wieder. Oder nee, bessere Idee. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir. Und ich bin gespannt auf den nächsten Part. So schlecht war ja dieser Part sogar gar nicht in hinsichtmäßig der Fails und der Puzzleteile. Und von daher, macht euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Der will die Aufnahme nicht stoppen. Kacke, Mann. Weil ich will jetzt eigentlich die Aufnahme stoppen, aber der in meinem Aufnahmeprogramm will das nicht stoppen. So gibt's doch eine halbe Minute Bonus. Ich versuch's nochmal. Also